etwas enttäuscht war Museumspädagogin Bernadette Lange schon, dass sich in diesem Jahr nur 34 Kinder aus dem Märkischen Kreis zu den historischen Ferienspielen an der Luisenhütte in Wocklum angemeldet hatten. Vermutlich ist die sechste Woche der Schulferien wie die Jahre zuvor doch die bessere Wahl. Für die Kinder gibt es Abenteuer pur. Ja, herzlich willkommen im Jahr 1368. Balve gehört zur Grafschaft Arnsberg, aber die Grafschaft Arnsberg ist in Turbulenzen geraten, denn zwei Mächte in der Umgebung, der Graf von Arnsberg und der Erzbischof von Köln, wollen gerne die Grafschaft bekommen. Deshalb gibt es jetzt hier eine große Verhandlung auf dem Gebiet der Stadt Balve, wo ein Treffen vorbereitet wird. Alle Bewohner sind schon sehr aufgeregt und sollen dieses Treffen vorbereiten. Währenddessen geht aber natürlich das Handwerk weiter. Es wird fleißig geschmiedet, Glas hergestellt, Leder hergestellt, es gibt eine Filzerei. Und angekommen ist auch schon die ehrwürdige Mutter, die Äbtissin, als Vertreterin des Erzbischofs von Köln. Dort gibt es ein Skriptorium. Gleichzeitig verhandelt auch der Graf von Arnsberg schon mit dem Grafen von der Mark. Also das Spiel wird langsam spannend. Es gab gerade auch schon den Hinweis, dass die hohen Herren doch sich auch gerne vergnügen möchten. Man möchte ein Turnier stattfinden lassen und außerdem wollen die hohen Herren auch auf die Jagd gehen. Wie das Ganze ausgeht nach 4 Tagen, weiß man noch nicht so ganz genau. Das heißt, es bleibt 4 Tage hier für die Kinder aus Balve und Umgebung sehr spannend. 3 große Beutel und 10 kleine Beutel. Und die haben wir jetzt gefertigt, ja. Auftrag erfüllt. Außerdem haben wir noch Ledergürtel. Ne? Die ehrwürdige Mutter Oberin hat mir der Erwin ausrichten lassen, möchte gerne mit uns zusammen beten. Ich bin zu Ohren gekommen, dass die ehrwürdige Mutter mehr als erbost über die Art ihrer Behandlung war. Und ich möchte mich in aller Öffentlichkeit dafür entschuldigen, dass meine Anweisungen so aufs Übelste nicht befolgt worden sind, dass die Unterbringung nicht ihres Standes gemäß erfolgt ist. Auch die Verpflegung kam viel zu spät und auch waren es sonst einige Dinge, die in der Kommunikation leider etwas schief gelaufen sind. Auda! Wie konnte das passieren, frage ich dich. 19 Peitschenhiebe. 19 Peitschenhiebe? Die sollst du sofort bekommen, noch vor der Andacht. Und morgen sollst du dann die Chance haben, in der Beichte der Frau Oberin, der ehrwürdigen Mutter, von deinen Sünden zu erzählen. Und jetzt trab hier an. Das überleben die meisten nicht. Lange lebe der Herr. Auch Auda möchte ich begrüßen, der durch seine kürzliche Erfahrung unserem Herrn noch ein bisschen näher kommen konnte. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amen. Ihr betet mir nach. Ave Maria. Ave Maria. Gratia plena. Ave Domino. Wer noch gerne mitmachen will und mindestens 9 Jahre alt ist, ist herzlich willkommen. Wie gesagt, das Ganze geht noch bis Freitag. Pro Tag sind das dann 20 Euro. Es geht um 10 Uhr los, also wer mitmachen möchte, kann gerne ab 10 Uhr morgens zur Luisenhütte kommen.